Oh, willkommen zurück. Die neue Folge Mars Horizon steht an. Im nächsten Monat, wenn wir jetzt weiterklicken, haben wir es geschafft. Dann ist die Voyager-Sonde fertiggestellt für unsere Mission, den Saturn vorbeiflog. Hier wird er sehr, sehr, sehr lange ein Slot belegt sein, denn gut, erstmal müssen wir die Rakete noch hinten draus bauen. Ist ja erstmal die Voyager-Sonde fertig. Und im Anschluss dann bauen wir die Rakete. Genauso der Marslander. Wir werden vermutlich noch einen Astronauten einstellen. Langfristig allerdings müssen wir auch langsam ein bisschen aufs Geld gucken. Wir haben zwar sehr viel Geld momentan auf Kante, aber wir kriegen nur 48.000 pro Monat rein, weil die ganzen Kosten für unsere ganzen Gebäude hier, die gehen natürlich immer weiter nach oben und auch die Astronauten wollen Gehalt haben. Naja, wir werden sehen. Wir gehen jetzt mal einen Schritt weiter, nächster Monat. So, nach dem Erfolg deiner Jupiter-Vorbeiflug haben ESA beantragt, dass deine Agentur die während der Mission allen wissenschaftlichen Daten mit ihnen teilt. Vertreter von ESA haben erklärt, dass diese Geste die Beziehung zwischen unseren beiden Agenturen erheblich verbessern würde. Ich möchte eigentlich schon. Gutes, zu ESA zumindest schon. Ja, komm, das machen wir. 25 Reputationen. Ja, gut, die ESA hat Wissenschaft erhalten, das war mir klar. So, die Raumstationsforschung ist währenddessen komplett geworden. So, hier die wunderbare Voyager. Oberstufenbauzeit und Baukosten. Also Baukosten niedrig, Bauzeit gestiegen, aber das ist nicht so wichtig. 65% ist jetzt auch nicht Bombe. Und schauen wir mal, haben wir ein Design, das wir verwenden könnten? Nein, haben wir nicht. Also müssen wir ein neues Design machen. Oberstufe, welche können wir denn verwenden? Oh, ich habe momentan nur eine einzige dafür. Ja, dann gibt es ja jetzt nicht so arg viel zum raus. 38% Startzuverlässigkeit momentan. Dann wollen wir doch mal einen. Der Saturn 5 Boost ist vielleicht ein bisschen over. Ja, echt ein bisschen übertrieben, glaube ich. Der hier, oder? 9000, gut, klar, wie gesagt, hier könnten wir ein bisschen kleiner, aber wir haben keinen anderen. Ja, machen. So, Upgrades. Was können wir machen? Kompositgehäuse. 10% Fahrzeugbaukosten. Natürlich machen wir das rein. Wir haben aber leider noch nicht mehr. Dann Ito Industries bringen uns noch mehr Forschung. Dann halt 5500 Forschung. Das wäre halt schon heftig viel. Aber die Kosten um 400.000 zu senken ist natürlich auch nicht so schlecht. Zuverlässigkeit erhöhen für 300.000 Einkommen. Wir nehmen unseren Standardauftragnehmer Astronautica. Name hinter dem Mars. Weil wir brauchen dann ja auch von Neptun und so weiter und so fort, wenn wir dann da unterwegs sind. Sein speichern. Gut, dauert jetzt mal ein bisschen länger. 66, das können wir dann eventuell noch ein bisschen pushen. Bestätigen. So, dann die Forschung. So, die Raumstation ist erforscht, die Nutzlast natürlich noch nicht. Das Skylab, das wird jetzt als nächstes erforscht, dass wir die Mission auch noch nebenbei machen können. Und dann können wir jetzt eh nicht viel machen. Wir sind ja mit vier Missionen gleichzeitig gerade eh ausgelastet. Also in den nächsten Monat. So, ein großer Fleck. Spektakuläre Nahaufnahmen des großen roten Flecks des Jupiter. Die während einer Jupiter-Vorbeiflugmission aufgenommen worden, haben in den Medien eine prominente Rolle gespielt. Große rote Fleck ist ein gewaltiger antizyklonaler Sturm. Ein antizyklonaler Sturm, okay. Und größer als der Durchmesser der Erde. Faszinierend. Unterstützung erhalten. Sehr schön. So, hier ist unser Erdtopographie-Satellit fertig. Wieder derselbe Effekt hier. Der hat nur 50% Zuverlässigkeit aufgrund der Mission. So, hier können wir aber ein Design wieder verwenden. Das ist hier. Oh, wir können wieder unser hässliches Ding einsetzen. Machen natürlich auch billiger.
Bestätigen. Bestätigen. Zurück zum Sonnensystem. Neue gemeinsame Mission verfügbar unter der Erde. Oh genau, wir mal gucken, wie unsere Beziehung jetzt zu ESA ist. So, Kontrollsysteme prüfen. Gemeinsam mit den Sowjets. Gut, können wir jetzt momentan eh nicht machen, aber für 1 Million, ja warum nicht, weil das hier läuft ja gerade. So, Diplomatie, wie schaut es mit der ESA? Oh, die ESA, wir sind 68 plus, das heißt, wir kommen bald in die freundliche und dann bekommen wir die ersten Boni. Okay, nächsten Monat. Die nächsten 3 Monate passiert erstmal nichts Großartiges. Außer das Skylab, das jetzt im nächsten Monat fertig ist. Nochmal 1 Monat weiter. So, Skylab-Forschung ist fertig. So, gehen wir jetzt mal in die Fahrzeuge oder wieder in die Gebäudeforschung? Brauche ich die Hall of Fame? Nein, brauche ich nicht. Büro für Diplomatie. Dann wird man mehr gemeinsame Missionen bekommen und würden dann auch Forschungsboni und so weiter bekommen. Das kostet 10, 10, 8, 8, 10. Also die Gebäudeforschung ist natürlich jetzt schon heftig teuer. Ich meine, es gibt auch gar nicht mehr ganz so viele Gebäude. Also Maximum das hier noch. Fahrzeugbaukosten kann man hier runterdrücken. Verbessert meiner Platzierung neben einer mittleren und großen Startrampe die Startzuverlässigkeit. Gut, wenn wir 2 noch erforschen, dann bekommen wir das Weltraumwissenschaftliche Bibliothek. 10% Unterstützung aus erfolgreichen Missionen. Bedeutet, wenn ich das hier für 1500 und das hier für 3000 erforsche, dann kriege ich das hier als Bonus. Aber bei einem anderen Bonus nee, hier sind wir noch weit weg, hier müssen wir noch 16 erforschen. Bei Missionen sind wir auch noch weit, weit weg. Modulare Raumstation kostet 4,4. Uranus und Neptun Vorbeiflug. Bringen halt Monster viel Forschung, aber das ist so lange aufgeteilt. Und ihr seht hier über 112 Monate, über 148 Monate. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr lang. Ja, wir forschen die beiden Gebäude, damit wir das Gebäude bekommen. Nehmen wir erstmal die Hall of Fame. Wir müssen es ja nicht bauen. So, okay, nächster Monat, da ist einiges los. Haushaltsüberprüfung. Haben wir es geschafft? Ja, sehr schön. Es gibt wieder etwas mehr Kohle. Sehr schön. Hall of Fame Forschung komplett. Wunderbar. Dann sind einige Dinge fertig. Unser Marsländer ist fertig. Ah, Nutzlastzuverlässigkeit 10% runter. Aber die Startzuverlässigkeit, ja gut, hätte ich lieber die Nutzlastzuverlässigkeit höher, ehrlich gesagt. So, dann ist unsere Polaranalyse-Rakete fertig. Die hat denselben Effekt. So, dann gehen wir hier mal Polaranalyse. 90 und 65% Startzuverlässigkeit nur. Ja, das wird schon klappen mit dem Start. Wir gehen ein bisschen in die Forschung, in den Forschungsbonus. Hier 20%, 25% kriege ich Maximum, aber da müsste ich zu weit nach hinten. Nee, wir nehmen 20%. So, Mission Control, der Marsländer ist fertig. Bauen wir hier auch noch die Rakete zu. Hinter dem Mars kann ich verwenden. Kann ich eventuell eine andere Oberstufe verwenden? Ja, könnte ich. Die Agena oder die Delta K. Delta K ist gut, die ist nämlich schon auf Level 5. Allerdings natürlich auch ein bisschen teurer. Ja, die ist
Die ist besser. Okay, wir haben das schon runter reduziert, alles klar. Ja gut, hilft ja nichts. Für einen Marsländer muss man halt auch mal 1 Million ausgeben. So. Gut, Forschung ist erledigt. Beruf und Diplomatie, das baue ich eventuell dann auch, weil das bringt mir was, dass die Hall of Fame erhöht die Anzahl der Astronauten im Astronautenpool 4. Oh, ich weiß nicht, ob ich das bauen soll. Jetzt erstmal nicht. Ich will das hier haben. Das werde ich eventuell auch bauen. Kostet 1 Million zum Bauen. Kostet halt auch 20.000 Unterhalt. Das kostet auch 20.000 Unterhalt, aber das bringt halt deutlich mehr. Ja gut, wie gesagt, das brauchen wir jetzt nicht bauen. Was ist überhaupt hier unten Hall of Fame? Wie groß bist denn du überhaupt? Gottes Willen, das ist ein richtig riesen Teil. Das ist irgendwelche Boni? Ja, hier wird es was geben. Unterstützungsbelohnung, aber wenn ich es da hinbaue, klappt es nicht. Hier wird es auch Unterstützungsbelohnung geben. Hier passt es eh nicht rein. Hier wird es auch einen Boni geben. Unterstützungsbelohnung wird es geben, wenn ich es an der entsprechenden Stelle baue. Aber ich habe nur noch hier oben Platz oder hier quer. Aber hier gibt es erstmal Minus. Deswegen macht es keinen Sinn. Ich meine, wie gesagt, wir wollen es eh nicht bauen. Deswegen gehen wir jetzt wieder zurück und gehen mal einen Monat weiter. So, das hässliche Ding ist auch gleich fertig. Sowjetunion wird Raumstation in... Sowjetunion wird Raumstation in 18 Monaten starten. Die orbitale Eva habe ich noch als einziger nicht gemacht, genauso wie die Tiere. Hier Raumstation. Wo die ESA in 11 Monaten, die Russen in 17. Ich meine, wir haben es erforscht, ich habe aber keinen Missionsslot frei. Ja gut, dann sind wir halt erst die Dritten. Gleich mit Leben. Wahrscheinlich erst die Vierten, bis wir das ganze Ding gebaut haben. So, da ist sie. Unser fliegendes Zäpfchen. Startzuverlässigkeit runter, aber Boni für Missionsstieg um 300%. Krass. Okay, selbst bei der niedrigen... Ja gut, das ist natürlich die... 50% Nutzlastzuverlässigkeit, aber bei 300% würde ich natürlich gerne mehr Forschung generieren. Wollen wir das riskieren? 50% ist halt echt wenig. Bei 100% würde ich 6.000 Forschung bekommen. Das wäre natürlich auch mächtig. Aber ich muss das hier, das ist einfach zu wenig. So 36% obendrauf. Na gut, wenn ich hier 60% obendrauf gehe, ist ja dann eh, sind wir bei über 100%, aber hier ist noch zu wenig. Starten wir im Oktober, das machen wir so. Okay, nächster Monat. NASA wird bemannte Mondlandung in 24 Monaten starten. Ach, seid ihr auch schon so weit? Ein paar Jahre hinter dem tatsächlichen Zeitplan. So, Forschung ist gerade sehr niedrig, weil wir aktuell keine Mission unterwegs haben. Polaranalyse, die ist noch nicht gestartet. Die ist noch nicht gestartet. Saturn-Vorbeiflug wird noch gebaut und der Marsländer wird auch noch. Gut, Polaranalyse wird jetzt gestartet. Dann können wir mal ein bisschen wieder was reinholen. Aktuell ist es ein bisschen schleppend. So, Mission starten. 65% Startzuverlässigkeit sollte eigentlich trotzdem reichen. Ich bin mal optimistisch. Es regnet natürlich. Nochmal 9% weniger. Ja, komm, wir riskieren es. Was haben wir noch einen Monat verschieben? Nee, das war das, was noch einen Monat später nicht ging. Wir riskieren es. Zumindest ist es mal abgehoben. Elf Prozent Chance.
11% Chance, dass sie zerstört wird. Und genau das ist passiert. Das Mars-Transflex. Okay, was hatte ich denn davor? Ach, die Polarkappen-Mission. Ach, verdammt. Okay, da haben wir ein paar Millionen in Sand gesetzt. Okay, neue Mission annehmen. Wir nehmen diese Russen-Mission hier an. Bringt zwar nur Geld und sonst nichts. Aber ich gucke vorher noch, ob es eventuell hier was Lukratives gibt. Ne, die andere Seite des Mondes. Das ist jetzt nicht so eine Bombe. Was gibt es auf der Venus zu tun? Und den Venus-Impactor oder die Venus-Ding könnte man immer noch machen. Gibt auch gut Forschung. Wenn die Venus Umlaufbahn machen. Ist auf dem Merkur irgendwelche Anfragen? Nein. Oder sollen wir uns jetzt auf die Raumstation konzentrieren? Das wäre natürlich auch noch was. Wenn wir wenigstens Dritter werden. Gibt halt viel Unterstützung. Komm, wir machen die Raumstation. So, eine Raumstation, 80%. Das Skylab kostet knapp 1 Million. Bauen wir. 6 Monate Bauzeit. Wie gesagt, erster werden wir nicht mehr was schaffen. Oh Mann, hey. Zweite Rakete, die kaputt gegangen ist. Raumstation Kampagnenvorschlag. Dein PR-Team hat deine Aufklärungskampagne rund um deine bevorstehende Raumstationsmission vorgeschlagen. Im Rahmen der Kampagne werden Schüler und Schüler Ideen für Experimente ein von deiner Crew-Station durchgeführt werden sollen. Kampagne finanzieren. Ja, machen wir. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich erhoffe mir natürlich entweder mehr Unterstützung oder andere Dinge halt. Nächster Monat. So, was gibt es eigentlich hier? Wie schaut es denn aus? Marsländer ist immer noch keiner dabei. Das ist gut. 4,7 Millionen für eine Wirkungsanalyse. Ja, vielleicht auch was. Ich meine, ich muss auch ein bisschen Forschung noch irgendwann mal generieren. Wird es erstmal nicht so. Hinter dem Mars ist fertiggestellt. Ist das Trainingsbonus und Nutzlastzuverlässigkeit ist runter. Die Wissenschaftsmission. Ja gut, dann werde ich die auch trainieren. So, wir haben jetzt Nutzlastzuverlässigkeit. Ja, 55%, aber hier kriege ich 66% hier. Das ist halt echt wenig. Aber hier kriege ich einen Bonus. Aber ich meine, die Rakete wird nicht explodieren, das glaube ich nicht. Gut, wobei gerade sind wir auch, ja, ich habe es ja gesehen. Nein, ich muss Wissenschaft trainieren. Okay. Wir haben lediglich hier im Märzen. Ja gut. Das ist der Saturn-Vorbeiflug. Das ist echt nicht, aber wir kriegen dann 6000. Aber wenn es natürlich schief läuft, bringt es mir auch nichts. Ich kriege hier gerade mal 15% oben drauf, sind wir bei 70. Nein, es bleibt dabei. Es bleibt dabei. Ich riskiere das so. 1 Jahr und 7 Monate starten wir erst. Mit dem Saturn-Vorbeiflug. Soll ich nicht nochmal bearbeiten? So, okay. Moment, ich habe hier was über. In 9 Monaten starten wir. Zum Glück habe ich da nochmal reingeschaut. So, die Erdtopographie läuft. Okay, nächster Monat. Jetzt hätte ich fast hier ein Jahr verschenkt. So, der Marsländer. Trainingsbonus für Fahrzeugeinsätze um 100. Okay, und die Nutzlastzuverlässigkeit ist auch schon wieder runter. Wir sind noch bei 55% wegen Konstruktionsmerkmal. Zweimal habe ich da ein Minus bekommen.
Also da werde ich keine Forschung, sondern da muss ich ja hier rein trainieren, auch wenn ich nur 15% dazu kriege. Hey, wir haben kein... Was ist denn los? Wir haben hier, Januar 75, kriegen wir mal ein Startfenster. Ein Jahr, 4 Monate. Ist das wirklich so? Moment, ich muss da nochmal reinschauen. Okay, wir sind September. Ne, eben. Wenn hier im November können wir starten. Ich muss da genauer hingucken. So, okay. Raumstation wird noch gebaut. Sonst ist gerade wenig los. So, jetzt der nächste Start. Hoffentlich geht es diesmal gut. Startzuverlässigkeit 55. Schon wieder Regen. Nein, ich starte diesmal wieder 11%. Aber mich hat mein fliegendes Zäpfchen noch nie im Stich gelassen. Aber gerade will das Spiel irgendwie nee, so ein bisschen was Böses. Immer wieder schlechtes Wetter. Okay, die ist zumindest gestartet. Schauen wir mal, ob wir einen Fehler... Nein, sehr schön. Ein sicherer Start, wunderbar. Ich sage, mein Zäpfchen enttäuscht mich nicht. So, automatisch auflösen machen wir nicht. 1%... machen wir selber. So, was müssen wir denn generieren? 5, 4, 2. Oh, wir müssen Driften aufpassen. Okay. 9, 7, 4 für den Missionsbonus. So, also wir bekommen hier schon mal 3. Und dafür bekommen wir einen Drift. Und dann kann ich hier schon mal 4 holen. Mal bestätigen. Okay, also ich gehe mal davon aus, dass hier keins schief läuft. Auch wenn wir hier schon wieder nur bei 9% waren eben. Aber 99% Zuverlässigkeit sollte ja eigentlich keins schief gehen. So, wenn ich mir jetzt nochmal 3 davon hole, dann habe ich 8 davon. Und hole mir 1 davon. Dann bin ich rausgetrifft. Okay, dann kann ich das schon mal nicht machen. Aber ich könnte das hier machen. Geht leider nicht, da trifft ich in die falsche Richtung. Bringt mir das, also bekomme halt 1 extra. Habe ich 741, ja komm. Vielleicht kriegen wir ja auch irgendwann mal einen Bonus. Ja, bis jetzt noch nicht. So, okay. 7, 4, 1, das bedeutet, ich brauche noch 2, 3, 3. Gut, wenn ich das hier so einsetze und so einsetze, dann bin ich bei 8, 6, 2. Dann könnte ich... Es gibt 2 Drift in die Richtung. Könnte ich einmal Strom einsetzen, dann bin ich bei 892 und in der nächsten Runde setze ich dann das hier ein, dann habe ich es geschafft. So, nächstes Kommando erfolgreich. Wir haben aber auch keinen Bonus bekommen. So genau, und wenn ich jetzt... Gut, wir sind in der letzten Runde, aber es macht ja nichts. Wenn ich das jetzt so einsetze, dann haben wir es geschafft und dann machen wir noch 2-mal Strom. Kommando bestätigen. Sehr schön. Den 50% Bonus, den nehmen wir natürlich mit. So. Wunderbar. So, jetzt haben wir wieder 700 Forschung für 6 Monate. Ein bisschen Expertise. Wunderbar. Das brauche ich auch zwischendurch, weil sonst forsche ich sehr, sehr langsam. So, jetzt haben wir wieder einen Missionsslot frei. Jetzt haben wir hier die Anfragemission für 1 Million. Wir machen die, weil die geht schneller. Und dann gehe ich da in die Mars-Mission, wo ich die 4 Millionen noch bekomme.
So, wir brauchen hier, ja gut, eine Merkurkapsel, da muss einer hoch. 137, das können wir uns leisten. 2 Monate. Das passt. Gut, dann dürfte das Büro für Diplomatie fertig und dann ist auch dieses Wissenschaftsding fertig. Ja, die Weltraumwissenschaftliche Bibliothek haben wir dann als Bonus. So, währenddessen ist das Skylab fertig. Sehr schön. Schon wieder Startzuverlässigkeit. Und die Fahrzeugbaukosten sind wenigstens niedriger. So, was brauchen wir denn da dabei? Sein Wiederverwenden. Mondlandung. Okay. Ja, ich brauche 50.000. Okay, ich brauche den Booster. Also hier müssen wir die Saturn einsetzen. Natürlich machen wir das Kompositgehäuse hin. Ich brauche hier noch unbedingt mehr Upgrades. Ich muss mir so Upgrades-Missionen machen. Auftragnehmer, ja, das passt. Müssen wir günstiger machen. Ja. Erledigen. Moment, aber Oberstufe könnte ich theoretisch ja auch die Saturn 4B nehmen. Ist minimal günstiger, aber halt auch weniger zuverlässig, weil sie noch auf Level 0 steht. Moment, aber... Moment. Wenn ich das Gehäuse nehme, dann kann ich als Booster den Saturn 1B Booster nehmen, der deutlich günstiger ist, zwar weniger Startzuverlässigkeit hat, weil die beide noch Level 0 sind, aber es ist deutlich günstiger und braucht 14 Monate. Den bauen wir. So, das hier wird noch gebaut. Okay, der Marsländer, die sind beide geplant. Da haben wir jetzt immer noch keine Konkurrenz, alles klar. Gut, neue Forschung. Gebäude gehen wir jetzt erstmal nicht mehr rein. Missionen ist die Frage, machen wir hier. Gut, erstmal haben wir nichts. Wir brauchen erstmal ein paar andere Missionen. Wir machen ein bisschen Fahrzeugforschung. Machen den Delta 4 Booster und weiter. So, Delta 4 Forschung komplett. Merkurkapsel komplett. Oh, nur die Zuverlässigkeit der Fahrzeugoberstufe zählt für die Startzuverlässigkeit. Aha. Interessant. So, Menschen im All reicht hier aus. Hässliches Ding reicht hier auch aus. Dann nehmen wir das Hässliche. 125.000 kostet das nur, weil ja die Sowjetunion die Hälfte übernimmt. Passt. So, nächste Forschung. Brauche noch eine, um hier runter zu gehen. Dann nehmen wir die Centaur-Oberstufe oder den neuen Booster. Oder den hier. Das sind 100. Achtung, komm, wir nehmen den Centaur-Oberstufe. Ja. Nächster Monat. Gehäuseüberprüfung, da werden wir nichts schaffen, das war klar. Wir haben sehr wenig geschafft seither, außer der kaputte Rakete. So, die Sowjetunion mit Raumstation in 6 Monaten starten. Ja klar, ESA, Raumstation nächsten Monat. Ja gut, da sind wir ja hinten dran, das ist klar. So, jetzt haben wir hier ergänzend 2x Delta. Also das sind jetzt alles nur Zusatzbooster. Aber wir haben eine Oberstufe Vivon für die äußeren Planeten. Und das Fahrzeug Hope. Maximale Entfernung Erdnummer. Eine teilweise wiederverwendbare Space Shuttle. Das große Nutzlasten in eine niedrige Erdnummerlaufbahn befördern kann. Space Shuttle. Das werde ich mal erforschen. Als nächstes. Space Shuttle. Dann nehmen wir ein Space Shuttle. Gut, dann sehe ich gerade auf der Uhr. Folge beendet. Machen wir das Ausrufezeichen hier noch weg, indem wir in die Basis reingehen. Wir können mal schauen. Büro für Diplomatie, das wollte ich ja eigentlich bauen.
Oh, das ist auch wieder sehr cool. Oh, das wird mir jetzt mal kurz. Moment, ich kann nicht so drehen. Okay, hier hinten gibt es einen Bonus für 2%. Hier gibt es 2 und 2. Hier gibt es nichts. Hier gibt es auch nichts. Und hier gibt es auch nichts. Also bleibt mir eigentlich nur hier. Ja, kostet mich 1 Million da hinten hinzubauen. Und dann bauen wir für zugelassene weltraumwissenschaftliche Bibliothek. Du bist 4x4. Okay, hier gibt es 2% Unterstützungsbonus. Hier gibt es 2x Minus und 1x Plus. Und dann kann ich sie eigentlich nur hier hinten bauen, weil hier gibt es nichts. Gibt es nur Minus. Langsam geht mir echter Platz aus. Nee, dann bauen wir das hier. So, gut. Dann sind wir aber jetzt am Ende der Folge. Freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und dann starten wir unsere Voyager-Sonde, starten unseren Marslander und eventuell kommen wir dann auch bei Mars an. Unsere Raumstation, die ja gut 12 Monate ist, dauert eventuell noch. Also, wir sehen uns. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.